Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist Justin, wieder Helder was 2. Ich wollte euch heute eigentlich mal eine Runde präsentieren mit den beiden neuen Gegnertypen, dass wir die nochmal zusammen im Fokus haben. Also einmal das Gunship bei den Robotern und den Factory Strider. Leider habe ich momentan echt Pech und ich kriege die einfach nicht ja, aufs Band. Ich finde die einfach nicht in den Missionen. Ich hatte bisher nur ein einziges Mal die Gunships. Und bisher war einfach sonst nichts. Den Factory Strider habe ich noch gar nicht gesehen. Aber ja, ich arbeite weiter dran. Falls es soweit ist, werdet ihr das auf jeden Fall sehen. Und ja, aber ich fand die Runde ja trotzdem cool und wollte sie euch zeigen. Von daher wünsche ich viel Spaß. Jagen Sie die Roboter und sichern Sie die Zukunft von dieser Erde. Unterstützungswaffe trifft ein. Junge, Junge, es geht ja direkt richtig los hier. Auch direkt neben dem Minenfeld gelandet. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch schon Landungsschiffe gehört. Ja, macht keinen Sinn mehr. Ach du Scheiße, nicht dein Ernst. Jetzt habe ich den leider nicht mehr für den Kommandobunker, ja. Und auch die Gegner wird da wahrscheinlich nicht besonders beeindruckend, wie da gespawnt sind. Ich habe das Ding immer noch im Gesicht hängen. Das sieht ja bescheuert aus. Jetzt ist es weg. Das Kügel-Li. So, mit ein bisschen Glück kann man den Kommandobunker von hier aus wegsprengen. Ah, ich glaube, der ist zu weit weg noch. Aber wir werden es versuchen. Die Höllenbombe ist ja in wenigen Sekunden wieder freigegeben. Mal sehen, ob es funktioniert. Jawohl, hat funktioniert. Geil. Gerade so wahrscheinlich noch. Ich meine, das ist auch okay, SOS, aber das wollte ich eigentlich nicht machen. Anfrage bestätigt. Verstärkung im Anmarsch. Ja, also heutige Mission, ne? Die fliegenden Gegner nochmal finden und den Factory Strider. Das ist das Ziel. Ob wir das nun erfüllen können, ist die Frage. Das ist ja nun mal leider mit Glück verbunden. Ob die Gegner spawnen oder nicht. Ach du hier, hau ab. Ah, schade. Ja, Leute, wir müssen hier weg. Muss man da lang gehen. Das macht eigentlich am meisten Sinn. Weil dann müssen wir irgendwie an den Gegnern hier vorbei. Ja, ansonsten, ja komm, dann müssen wir halt hier anders rumlaufen. Hilft alles nix. Hilft alles nix. Alter, was ist ihm passiert? Helldiver Einsatz im Kampfgebiet.
Na komm, aufs Kopf, aufs Köpfchen, aufs Köpfchen. Jawohl. Na ja, irgendwas, ne. Ja, die Kommandobunker-Mission ist auch schwieriger gemacht worden, weil die war zu einfach. Man hat jetzt keine 3 Kommandobunker mehr, sondern 4. Ja. Das war es doch eigentlich schon. Mehr wurde nicht verändert. Weil die war einfach zu schnell vorbei. Und diese Entscheidung unterstütze ich auch sehr. Was ist das hier eigentlich? Habe ich das schon mal gesehen? Das kann man sogar lesen, was das ist. Liberty, Justice, Democracy, oder was? Eine Botschaft ist in die Oberfläche eingraviert. In ewigen Gedenken an die zahllosen Helfers, die im ersten galaktischen Krieg das ultimative Opfer gebracht haben. Aha. Monument der Freiheit. Oh, na ja, gut. Habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Leute, kommt! Marschgeschwindigkeit! Ja, tut mir leid um deine Sachen jetzt da hinten, aber das wird ja nichts mit euch da. Ihr verreckt da alle einen nach dem anderen. Ihr müsst halt auch mal die Beine in der Hand nehmen, sonst ist man hier die ganze Zeit nur am Ballern und am Ballern und am Ballern und hat man irgendwann keine Zeit mehr. Da muss man halt leider ein bisschen drauf achten bei den Robotern. Die verwickeln einen immer sehr gerne in irgendwelche Feuergefechte. Und dann ist das irgendwann mit der Zeit schwierig. In 3 Minuten kann ich erst was anfordern, sonst hätte ich denen mein Zeug gegeben. Leute, was haben wir hier überhaupt? Ist das das Ziel? Ja. Ah ja, da ist er noch. Ah, mal rüber jeten, das Ding. Jawohl, genau auf dem Dach hier landet. Habe ich doch gar nicht erzählt, glaube ich, in dem Video. Das habe ich nur letztens einem Kumpel erzählt. Man kann die Kommandobunker, die könnt ihr auch mit einem Nachschub-Drop plätten. Die sind instant tot, wenn ihr dann einen Nachschub oben drauf anfordert. Also falls ihr mal nichts anderes zur Hand habt, ne, oder halt irgendeine Waffe oder sonst irgendwas, irgendwas, was in so einem Pott runterkommt halt, ne, könnt ihr da drauf klatschen, aber auch nicht mitten drauf. Da sind 4 so eine Stahlträger oder sowas, die jeweils in eine Richtung halt davon weggehen. Und auf genau so einem Stahlträger bleibt dann die Kugel liegen fürs Anfordern und dann geht das Ding instant kaputt. Wenn ihr das mitten aufs Dach drauf wärst, dann bounce die Kugel da so lange rum, bis sie da irgendwo runtergefallen ist. Weil da oben halt nichts drauf angefordert werden sollte normalerweise. Aber wie gesagt, auf diesen Stahlträgern funktioniert es wieder. An jeder Ecke von weggehen. Kurz den Weg hier freischießen. Oh, vorsichtig. Nicht mir die Rübe wegschießen, das wäre sehr nett. Und das Äuglein da hinten müssen wir auch wegmachen, das Auge Saurons. Das Auge von Binärons. Ach komm, als ob ich den da nicht rausgekriegt habe. Na komm hier, friss einfach eine Nähe, dann ist gut. So, das Auge von Binäron. Oder sind sogar 2, was ist das für eine Frechheit? So Leute, Tempo, Tempo! Oh, es kommen noch. Lilane Meteoriten kommen. What the fuck? Was hat mich denn jetzt gekillt, Alter? Er mit seinem Raketenwerfer da oder was? Aber ich hatte doch noch mein Schild und alles aktiv. Ich war instant tot, krass. Oh. Na Leute. Du Scheiße, ey! Oh oh, jetzt haben die noch die Bombe angeschossen, aber ist vielleicht ganz gut. Ich glaube, es ist nichts weiter drauf gegangen. Alter, was geht ab?
Wo komme ich denn jetzt hier runter, Mensch? Oh, aber hier ist, glaube ich, mein Zeug irgendwo. Höllenbombe. Die Höllenbombe, wo ist sie hin da? Was passiert hier, Mama? Ja, wie soll man die denn jetzt aktiv machen, ey? Die ist ja genau im Fettlicht Feuer drin. Ballert man da hinten jetzt noch auf uns? Weiß nicht. Ja, ich könnte der Scoutstrider gewesen sein, bin mir jetzt aber nicht sicher. Ist da noch ein scheiß Panzer? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Irgendwer anders hat mein Zeug mitgenommen. Das ist gar nicht mehr hier. Müssen wir so machen. Ja, die Höllenbombe müssen wir auch anders anfordern. Alter, Bömmchen, mach hin. Komm, Bruder, mach scharf das Ding. Den Kanister da unten ist noch eine zweite. Okay. Ja, die ist kaputt. Oh, bitte mach sie. Jetzt ist sie auch kaputt. Oh, die hier vernünftig platzieren ist aber auch eine Qual gerade. Boah, Alter. Da war ich mit dem Ausweichen nicht mehr schnell genug. Voll die Ladung in die Fresse gekriegt. Ich muss irgendwie versuchen, da rein zu droppen. Hoffentlich reicht das. Oh Gott. Lass mal sein, Halki. Komm, es dürfte auch hiermit funktionieren, glaube ich. Jetzt müssen wir hier aber ganz schnell weg. Oh, da unten ist noch so einer. Ich glaube, die 380er macht das Ding aber auch kaputt, oder? Ich bin mir... Wow, ich habe ihn nicht gesehen da im Nebel. Scheiße, ey. Das darf doch nicht wahr sein hier. Ob die 380 das nicht kaputt macht. Doch, jetzt. Oh Gott sei Dank. Die Demokratie ist gelandet. Ja, damit. Positioniere Pin. Südlich, 100 Meter. Die Dinger sind aber auch übertrieben. Wenn man das nicht zeitig kaputt kriegt, dann kommt so viel an Gegnern. Ja. Jetzt nicht auch mal kaputt gehen. Gut. Mama mia, ey. Aber bisher kein Factory Strider. Schießt doch noch der scheiß Kommandobunker auf mich. Die 380er braucht leider noch einen Moment. Oh nee, du. Ich will da so hier rüber springen. Ab ins Loch. Entdeckung. Na komm, Junge, fall um. Also wenn man da den Kopf nicht trifft, ne, die halten so viel aus, die Devastator. Guckt euch das an.
Mamma mia, ey. Weißt du was, du kannst mich mal. Aber nicht jetzt hier gleich von hinten kommen, ne? Von hinten mag ich nicht so gerne. Jetzt, wo kommt ihr denn jetzt noch her? Na also, der Laser hat geregelt. Also Bruder, ich versuche zu helfen. Ich sehe nichts, mach weg. So, das ist hinüber. Oh Gott. Da kommt noch ein Halt. Nein, jetzt kein Stacheldraht. Oh Gott. Oh, renn, mein Sohn. Oh Gott. Direkt getroffen. Fordere Verstärkung an. Komm, kühl ab. Ah, er ist gerade ein bisschen buggy. Er weiß nicht, wie er hierher kommt. Sehr schön. Die Software versagt bei ihm. Oh nee, Mensch. Oh nee! Ey, Gott sei Dank habe ich so viel Resistenz gegen Explosionen, ne? Mit der Rüstung. Alter, das darf doch ja alles nicht wahr sein. Alter, er hat noch den zweiten Schuss überlebt. Oder ist das ein neuer jetzt? Was denn hier? Das sieht ja strange aus. Alter. Trippy. Ja, es sind zwei. Das erklärt auch diese massiven Raketen. Och nee. Jetzt kommt auch noch so einer. Ich kann dich gerade nicht gebrauchen mit deiner scheiß Gatling. Wieso wird das jetzt so dunkel? So, das waren die Hulks. Der Raketen-Devastator, der kann mich mal. Positioniere Pin nordwestlich, 300 Meter. So, Jungs, weiter. Weiter, weiter. Wie wär's mit Sprinten? Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich ständig so eine Aussetzer mit dem Sprinten. Ich weiß nicht, ob meine Shift-Taste hinüber ist oder ob das vom Spiel so kommt. Es ist mir zumindest noch in keinem anderen Spiel aufgefallen, dass meine Shift-Taste irgendwelche Macken hätte. Hm. Ja, Bot-Abwurf, was auch sonst, ne? Aber wo? Na, ist er doch. Jawohl. Wechsle ein. Na, das war doch eigentlich ganz in Ordnung. Na, alles gut, ihr zwei. Hast ein paar Raketen in Schnauze gekriegt. Wir können keine Munition anfordern. Das ist, ungünstig. S3, ich würde an deiner Stelle da rausgehen. Das mit der Höllenbombe, das wird doch wieder nichts. Die wird doch wieder kaputt geschossen. Der callt jetzt auch die ganze Zeit wieder irgendwelche Gegner hier rein.
Und das ist 380er direkt erledigt, das Ding. Ah, scheiße. Ich bin erwischt. Vom Schild generiere. Und jetzt mach hier keine Macken mit dem Sprinten. Ja, den kriege ich nicht mehr. Scheiße. Kriege einen Adler rein. Ja, einen Adler hätte ich auch gerne. Leider nicht genug Platz dafür gehabt. Meine Taktikausrüstung war wieder reduziert hier. So, der letzte. Positioniere Pin, nördlich, 200 Meter. Da müssen wir gleich mal Munition holen. Werfe Vorratsmarke! Kann mich nicht hinlegen. Jetzt. Er hat keinen Rucksack. Eigentlich kann ich ihm mal direkt einen gönnen hier. Erwähnte Taktikpaket! Vorräte! Fordere Verstärkung an! Wir haben Ausrüstung! Hier, Keule, gönn dir den Rucksack. Nicht direkt gekillt, schade. Jetzt hat sich der andere den genommen. Na ja, gut. Auch in Ordnung. Das macht aber ja keine Faxen mehr mit euren Leben, Leute. Verstärkung wurde losgeschickt. Hier hinter chillt auch irgendwas rum, ne? Ah. Was haben wir denn hier? Weg. Weg, die Sau. Ist die Türe offen? Ja, wunderbar. Zack. Hallo? Zack. Au. Und ich brenne. Was? Wieso habe ich denn gebrannt, Alter? Junge, Junge. Das ist ja jetzt richtig dumm gewesen. Jetzt am Ernst, was habe ich gebrannt? Na toll. Lade nach. Markiere Position. Nordwestlich. Vergiss es. Mass the Bullman. Aha. Senor Chichi, oder wie soll er heißen? Signore Chichi, Da bitte Luftunterstützung. Er macht dich hier noch mit der Basis schwer. Er hat einer eine 500er draufgeschmissen, aber... Das Ding verträgt selbst zwei 500 Kilo Bomben. Also, ich glaube, das Teil explodiert erst bei der dritten oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Aber zwei steckt da auf jeden Fall weg. Bereit zu befreien. Ja, jetzt habe ich leider kein Schild mehr. Das ist sehr schlecht. Ist da auch noch ein Gegner oder ist das ein leer stehendes Geschütz? Das ist leer. Wo ist denn der Bunker? Ist der? Ne, der ist weiter da unten.
Könnte mal wieder von außen das Ding hochjagen. Von hier vielleicht. Von hier könnte klappen. Nase juckt schon wieder so, ey. Oh. Kannst du dir nicht ausdenken. Nee, nee, nee. Du musst ja aber wegfahren. Deine Anwesenheit ist hier leider nicht erwünscht. Wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. Komm, das muss reichen. Bitte funktioniere. Jawoll, ich bin ein Genie, Alter. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich bin einfach nur ein Genie. Dass man mit diesem Energieding hier nicht durch Büsche durchballern kann, ne? Das ist so komisch. So, da ist wieder der Silberpimmel. Eigentlich könnte man die mitnehmen, ne? Für die Mates. Hier sind ja noch welche mit Level 20 oder so drin in der Lobby. Die können die Super Samples sicherlich noch gebrauchen. Das sieht schon cool aus, ey, wenn diese ganzen Meteoriten runterkommen. Rennen wir überhaupt in die richtige Richtung? Ja, ne? Ja. Da hinten ist noch so ein Jammer. Macht man den noch platt? Der ist eigentlich schnell erledigt. Wir haben noch 13 Minuten. Eigentlich ist der schnell erledigt. Ja, komm, 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 ich mach das. Ich kümmere mich drum. Mein Schild braucht noch 3 Minuten, ey. Den Jammer werde ich mir sneaky holen gehen. Da unten ist eine stinknormale Basis, ne? Keine Mörser oder so. Ja, ich glaube, das ist eine stinknormale Basis. Erstmal gucken, ob ich da sneaky reinkomme in die Bude. Was hat denn jetzt auf mich geballert, Alter? Ist verrückt geworden? Okay, es ist irgendein Turm. Der töte mich nicht, lieber Turm. Hier sind insgesamt nur 3 Gegner scheinbar. Fordere Evakuierung an. Ich gehe ans Terminal. Evakuierungsanfrage bestätigt. Shuttle im Anflug. Landungsschiffe! Ich bin am Terminal. Das ist aber leider kein Turm, den ich mit einer Kettenreaktion plätten könnte. Wie wär's, wenn du umfällst? Ja, Leute, ihr hättet doch gerne auf mich warten können.
Ja, wir werden sehen, ob die direkt einsteigen oder ob die da die Stellung halten mit dem Pelikan. Weg hier! Ankunftszeit T-1 Minute. Ja, bitte Luftunterstützung! Wartet auf mich, Freunde! Nicht ihr, die anderen. Ankunftszeit T-30 Sekunden. Nein, 30 Sekunden komme ich da nicht hin. Aber hoffentlich warten die auf mich. Ankunftszeit T-20 Sekunden. Es wird eine knappe Nummer. Hier ist Pelikan 1. Ich kann die Evakuierungszone sehen. Ah, nein, jetzt mache ich nicht so eine Sache. Wartet auf mich! Ey, wollt ihr mich verarschen? Ihr miesen Verräter! Ja, das schaffe ich nicht in 10 Sekunden, Alter. Die hätten mir mal noch 10 Sekunden mehr rausholen müssen. Dann hätte ich es vielleicht noch. Na gut, das sind halt super viele Gegner, ne? Das war die Frage, ob ich es überhaupt an denen vorbeigeschafft hätte. Ey, was ist der für einer, Alter? Steig direkt ein. Naja. Dann warte ich hier auf dem Planeten, bis der nächste Pelikan irgendwann mal kommt. Scheiße, ey. Mieser Verräter, ey. Ja gut, Level 20. Vielleicht wusste der auch noch nicht, dass diese 20 Sekunden erst dann losgehen, wenn er einsteigt. Wer weiß das schon. Ey, aber diesmal haben wir gar nichts gesehen, ey. Keine Fliegedinger, hier keine Gunships und kein Factory Strider. Ich kann mir den Namen noch nicht so richtig merken. Nix von all dem. Aber es war trotzdem eine ganz coole Runde, fand ich. Könnte sich vielleicht doch lohnen, hochzuladen. Sie lehren die Bots das vorausgesetzt, sie sind der Zerstörer hat geschwommen. Na gut, wieder vielen Dank fürs Zusehen. Dann lasst ein Like, ein Abo, einen Kommentar, falls es euch gefallen hat. Wenn nicht, ein Dislike und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und vielleicht sehen wir doch beim nächsten Mal dann die Gegner, die ich eigentlich suche. Bis denn.